Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin. Es geht um Digitalisierung und Transformation. Herzlich willkommen, liebe Jenny Gruner. Du arbeitest bei Hapag-Lloyd und bist dort zuständig und verantwortlich für das digitale Marketing und die digitale Transformation und betreust über 140 Länder, richtig? Das ist richtig. Hallo Jana, ich freue mich hier zu sein. Ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast, hier bei mir im Podcast zu sein. Und wir wollen euch heute so richtig was erzählen über das Thema Digitalisierung, über Transformation, aber auch über Achtsamkeit und Mindset. Denn das sind die Themen, die da auf den ersten Blick vielleicht nichts damit zu tun haben, aber doch sehr eng verwoben sind. Liebe Jenny, magst du dich ganz kurz selber vorstellen? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Und was fasziniert dich daran? Ja, sehr gerne. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe tatsächlich ursprünglich mal im ganz Traditionellen angefangen und habe dort in einem, ich sage jetzt mal, traditionelleren Unternehmen die ersten Schritte in Richtung Online-Marketing gemacht. Das war damals Google AdWords, als es noch Google AdWords hieß. Mhm. Und das fand ich spannend. Und da dieses Unternehmen leider Insolvenz anmelden musste und ich mir einen neuen Job suchen musste, habe ich gedacht, okay, das Thema will ich vertiefen und bin in eine Agentur gegangen, um das von der Pike auf zu lernen. Habe das dort gut 6 Jahre gemacht und mich dann entschlossen, okay, das müssen auch die traditionellen Unternehmen unbedingt lernen und bin dann immer in B2B-Unternehmen gegangen, wo ich digitales Marketing ongeboardet habe und auch Arbeitsweisen, Mindset und Digitalisierung mit reingebracht habe. Und seit 3 Jahren jetzt bei Hapag-Lloyd, baue dort das digitale Marketing auf im Rahmen der digitalen Transformation. Wir sind der Bereich Digital Business und Transformation, wo es 4 kleine Excellence Center gibt. Marketing ist eins davon und dann gibt es noch das Growth Team, die arbeiten eng mit Sales und Customer Service zusammen. Das Produkte-Team, die bauen die Produkte und das Data und Insights Team, die versorgen uns alle mit Daten und Insights, damit wir unseren Job besser machen können. Und durch diese Struktur konnten wir klassische Silos, wie es sie ja normalerweise gibt, in Konzernen, aber auch im Mittelstand aufbrechen und können dadurch halt auch schneller und erfolgreicher das Business befeuern. Ich finde das mega, mega spannend. Du beschäftigst dich also schon sehr, sehr lange mit dem ganzen Thema digitalen Marketing und den dazugehörigen Prozessen dahinter. Ich habe manchmal das Gefühl, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, dass so bei einigen Unternehmen erst im letzten Jahr das Thema Digitalisierung so richtig aufgeschlagen ist und aus dem Zwang heraus. Wie strategisch kann man denn Digitalisierung angehen, gerade in größeren Unternehmen, in traditionelleren Unternehmen? Du hast gesagt, du bist jemand, der Dinge implementiert, reinbringt in Unternehmen. Wie hast du das gemacht? Beziehungsweise, was waren so die größten Hindernisse, die dir so im Weg standen oder die du zu umschiffen hattest? Also ich glaube, dass da jedes Unternehmen erstmal seinen ganz individuellen Weg finden muss. Mhm. So. Und gut ist sicherlich, dass jetzt auch wirklich jeder kapiert hat, ich muss in dieser Sache, in diesem Bereich was unternehmen. Die Frage ist natürlich, wie? Und also ganz klassisch, immer erstmal starten mit einer Analyse, was haben wir eigentlich? Was gibt es bereits? Und Digitalisierung heißt ja zum einen, klar, da geht es um die Technologie, so, mhm. wenn man über Digitalisierung von Prozessen spricht, von der Wertschöpfungskette, von Blockchain, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Aber es gibt ja noch die andere Seite der Medaille und da geht es um Organisation, Menschen, Kultur und Mindset, ne? Also es gibt immer 2 Seiten, die man da behandeln sollte und da darf auch keiner außer Acht gelassen werden. So, das heißt, da geht es dann überhaupt erstmal in die Analyse rein, wo stehen wir und dann halt auch um ein Zielbild zu setzen, wo wollen wir hin und dann sich einen Handlungsplan abzuleiten. Also wie bei vielen anderen Themen natürlich auch so. Klassische Hürden oder Herausforderungen sind sicherlich immer halt einmal Angst, die damit einhergeht, ne?
verliere ich jetzt meinen Job, wenn wir Automatisierung machen? In vielen Fällen, oder ich sag mal so, Jobs werden sich wandeln dadurch. So, es heißt aber nicht, dass wir alle arbeitslos werden durch Digitalisierung. Wir werden aber nicht drumherum kommen, immer wieder dazu zu lernen und einfach mitzugehen. So, ne, und uns selber mitzuwandeln. Ja. So. Und wichtig ist es einfach auch, dass es ein bestimmtes Commitment gibt im Unternehmen, also dass das auch mitgetragen wird von der Geschäftsleitung, weil wenn einer alleine irgendwie mal die Idee hat, ich digitalisiere jetzt hier, der stirbt am Ende einen Heldentod wahrscheinlich. So. Also solche Transformationen müssen immer von allen getragen werden. So, und da gilt es halt, die Menschen insbesondere mitzunehmen, auch viel aufzuklären, viel zu kommunizieren, an Bord zu holen und damit jeder das auch ein Stück weit mitträgt. Mhm. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, auch im Großkonzern tätig, und da war so eine gewisse Unzufriedenheit zu spüren, und da belief sich das Thema Digitalisierung darauf, dass man Daten von einer Excel-Tabelle in ein Großanbieter-System übertrug. Und das war das Thema Digitalisierung. Das ist ein bisschen falsch verstanden, oder? Also da war so wirklich, sie hatte einen sehr verantwortungsvollen Posten und wurde auch sehr gut bezahlt, sagt aber, also sag mal, ich frage hier von A nach B, geht doch gar nicht, was ist da los? Naja, es ist schon irgendwo wahrscheinlich Digitalisierung, aber es ist halt tatsächlich nur ein Bruchteil. So, ja. Ne? Und man sollte halt schon immer irgendwie das ganze Bild sehen und versuchen auch das ganze Bild zu transformieren. Das geht nicht auf einmal so, also das ist totale Utopie zu denken, in 3 Monaten oder in einem Jahr sind wir durch damit. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch mindestens die nächsten 20 Jahre mit dem Thema zu tun haben, bis wir dann wirklich überall AI einsetzen oder irgendwelche, was heute Buzzwords sind, bis das Realität geworden ist. Ja. Und das muss man einfach Schritt für Schritt machen. Dessen sollte man sich aber auch bewusst sein, dass es halt nicht so super schnell geht. Und dann, ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein hat, dann fällt es auch einfacher, diesen Weg zu gehen, weil der ist natürlich manchmal steinig. Ja. Du hast gesagt, das ist ein Transformationsprozess. Und ich will nochmal hin auf diese Angst. Also Angst ist ja auch vielleicht nicht nur das Thema, ich könnte meinen Job verlieren, sondern vielleicht auch das Thema, werde ich denn diesen Anforderungen gerecht? Kann ich denn dann damit umgehen? Wie gehst du damit um, wenn du jetzt, ich sag mal, etwas Neues implementierst oder du mit deinem Team natürlich? Wie bereitet ihr das vor? Also wie läuft die Kommunikation ab? Also wir haben grundsätzlich für uns eine Arbeitsweise implementiert. Wir sprechen immer von Build, Measure, Learn. So, das heißt, wir probieren Dinge aus, so, wir versuchen alles möglichst zu messen, um halt auch daraus Handlungsempfehlungen und Learnings zu generieren, und schauen dann halt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. So, und durch diese Testmentalität nimmst du A, Angst, weil wir wissen, wir dürfen Fehler machen und das gehört dazu auf dem Weg zum Erfolg. Ja, das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die uns grundsätzlich unterstützt, diese Angst halt zu nehmen und eine Fehlerkultur zu implementieren. Und das heißt, ihr messt, bevor ihr, und dann sagt ihr, okay, wie lange ist denn so eine Testphase? Ist das unterschiedlich oder setzt ihr euch da vorher Kriterien? Wie funktioniert das? Das kommt drauf an. Also es kommt auf den Kanal drauf an und wie am Ende die Daten halt aussehen, ne? Damit man eine statistische valide Grundgesamtheit hat, die man auch bewerten kann. Und das kann in manchen Kanälen, wenn es um Advertising geht und wir eine Kampagne in 144 Ländern schalten, habe ich schneller Daten. Aber ich habe natürlich in Indien schneller meine statistische Grundgesamtheit, als das in, Nicaragua oder so ist. So, ja. Ne? Also, weil das ist dann einfach ein Massethema. Ja. Und deswegen, da gilt es immer zu beobachten. Wir haben natürlich so vornherein irgendwie eine Daumenregel, okay, ungefähr so, wir gucken nach 2-3 Wochen mal. Aber wenn wir sehen, das bringt noch nichts, dann müssen wir noch weiter messen, dann
ist das halt so auch eine Lernkurve. Ja. Wie funktioniert, also praktisch ist es ja so, weil ihr führt eins nach dem anderen ein oder habt ihr so mehrere Sachen parallel laufen an ich sag mal, neuen Projekten? Hm. Und wenn ja, wie koordinierst du das? Wie schaffst du das? So, auch hier haben wir für uns ein Framework implementiert. Und zwar, wir arbeiten mit 90-Days-Planung oder 90-Tage-Planung. Tut mir leid, wenn ich so viel Englisch benutze. Alles gut. Globalen Konzern. Ist alles gut. So. Ich glaube, unsere Hörer verstehen das sehr gut, weil ab und zu habe ich auch ein paar Anglizismen in meiner Sprache. Gut, also einmal arbeiten wir mit 90-Tage-Planung und wir arbeiten mit OKRs, mit Objectives und Key Results. Das heißt, wir haben ein Jahresziel und das brechen wir dann halt in, also wir haben insgesamt fünf Ziele fürs Jahr, die auf ein Gesamtziel einzahlen und diese fünf Ziele, die haben dann entsprechende Key Results, 5, 6 Key Results maximal und daraus leiten wir Initiativen ab. So, und diese Initiativen, die leiten wir für 90 Tage halt ab und dann arbeiten wir da dran. So, und so zahlen wir halt immer wieder auf diese Initiativen ein, jede Woche. Also es gibt ein Weekly, auch das ist ein standardisiertes Framework in Excel, wo jeder halt seine Initiativen drin hat und dann aufschreibt, was habe ich letzte Woche gemacht, was mache ich diese Woche. Und jedes Teilstückchen des Weges, jeder Schritt, den man geht, zahlt am Ende halt auf die ganze gesamte Wegstrecke ein. Und einmal im Monat machen wir ein Review im Team und schauen halt drauf, wie weit sind wir jetzt gekommen, wo gibt es vielleicht Probleme oder Hürden oder wo sind wir vielleicht schon weiter oder was müssen wir nochmal ganz schieben oder wie auch immer. Ja. Und wir machen halt auch Retrospektiven, um zu schauen, wo können wir den gesamten Prozess halt noch auch mal verbessern. So, und das hilft uns natürlich, diese strukturierte Vorgehensweise, einmal das transparent zu haben, wer arbeitet eigentlich wo dran, wo müsste ich vielleicht irgendwie, oh, hier hätte ich eine Schnittstelle, wir sollten uns mal unterhalten. Ja. Also das macht es durchaus transparent und strukturiert und hilft uns auch, dass wir da Schritt für Schritt vorankommen. Also ich finde das unglaublich wertvoll, das auch vielleicht für ein kleineres Unternehmen zu übernehmen, vielleicht nicht in dem ganz großen Bild, aber diese, wir nennen es bei uns Challenge, also wir haben immer so Challenges, wo wir ein bestimmtes, für uns gesetztes Marketingziel erreichen und in dieser Challenge, also ist natürlich kleiner, wir sind insgesamt ja nur ein Team von 7 Leuten, aber auch das kann man übertragen, glaube ich, ein Stück weit. Finde ich unglaublich wertvoll, so vorzugehen, indem man sich ja dieses große, dicke Ziel, ich will Millionär, Trilliardär, was auch immer werden, Weltreisender, indem man es in kleine Teilschritte unterteilt und vor allen Dingen eben auch rückblickend finde ich es sehr, sehr schön, mal den Weg nachzuvollziehen. Wo haben wir denn angefangen? Wo standen wir denn? Weil zwischendurch, das ist etwas, glaube ich, das geht nicht nur in Konzernen so, sondern auch kleineren Unternehmen. Kann man manchmal denken, ja, was mache ich hier? Ich rödel den ganzen Tag. Kommt da überhaupt, also zwischendurch verliert man manchmal so die, nicht die Orientierung, aber so denkt man, ja, was es geht nicht vorwärts, ja? Ja. Wenn man dann aber wieder zurückguckt und sagt, oh Mann, da war der Startpunkt, das ist aber schon weit weg, ne? Absolut. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, finde ich. Ja. Und ich mache das tatsächlich auch privat. Also mir ist das tatsächlich dann auch erst aufgefallen, als wir angefangen mit diesen OKRs, habe ich diesen Connect gemacht. Ja, das mache ich privat auch, weil ich setze mich zwischen den Jahren immer hin und reflektiere und was möchte ich eigentlich gerne alles im nächsten Jahr machen? Natürlich immer viel zu viel. So mehr als ich schaffe. Aber man soll sich die Ziele ja auch höher setzen, so, damit man näher rankommt. Und breche mir das dann auch tatsächlich auf Quartale runter, weil ich weiß, wenn ich mit meiner großen Liste dann sitze, überfordert die mich. Also muss ich dann irgendwie jonglieren und gucken in den einzelnen Lebensbereichen, wo gehe ich jetzt eigentlich welches Thema an? So, das war auch eine ganz spannende Erkenntnis, die ich plötzlich hatte. Ich finde das so gut, weil ich mache das auch seit vielen Jahren immer so, entweder ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, also wir machen, oder zwischen den Jahren setze ich mich tatsächlich mit der ganzen Familie hin und jeder bekommt so einen großen Planer, Themen Gesundheit, Themen Beziehung, Themen meine Träume, Reisen, Freizeit,
und natürlich Arbeit. Also, aber das ist ein Teil, ne? Von mehreren. Es geht ja auch das Gesundheitsthema und so weiter. Und da machen wir wirklich seit Jahren diese, ich sag mal, Jahresvisionsplanung. Und das ist wunderschön, wenn wir dann zurückgucken und sagen, wow, das haben wir ja über erreicht. Oder, na gut, das habe ich irgendwie schon die letzten 2 Jahre aufgeschrieben. Ich sag mal so, Thema Gesundheit. Da sind wir manchmal ein bisschen nachlässig. Also wir, ich sage einfach, weil es mir manchmal so geht. Ich finde es sehr, sehr schön und das ist ja auch etwas, was man wirklich übertragen kann. Ich möchte mal auf das Thema, du hast ja dann doch ja eine große Verantwortung und auch einiges zu tun. Wie achtest du auf dich? Also wie schaffst du es, dass du diesen Anforderungen gerecht wirst, dass du bei dir bist, du machst einen total relaxten und ruhigen Eindruck und gar nicht wie so ein hektischer Manager, ja? Wie machst du es? Ich praktiziere Achtsamkeit jetzt, ich glaube, seit mittlerweile 7 Jahren. Mhm. Und zwar habe auch ich natürlich zu Beginn meiner Karriere oder war ich sehr auf diesem Pfad höher, schneller, weiter und das noch und dies noch und jenes noch und habe mich da wirklich selber auch vergessen und aus den Augen verloren. So, und irgendwann musste ich da auch die Reißleine ziehen und habe dann von MBSR gehört, Mind Body Stress Reduction. Und dann habe ich einen MBSR-Kurs gemacht, der über 6 oder 8 Wochen ging oder 12, ich bin mir nicht sicher, aber eine Weile. Und so kam ich zu dem Thema Achtsamkeit. So, und da geht es ja dann um Yoga und um Bodyscan und auch um Meditation. Und ich fand das extrem beeindruckend, überhaupt erstmal dieses Thema Meditieren lernen. Am Anfang war das ja Hölle. Da habe ich gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Und am Abschlusstag haben wir dann halt neben verschiedenen Praktiken, die wir ausprobiert haben, aber eine Dreiviertelstunde meditiert. So. Und ich saß dort und ich fühlte mich wie ein Berg. Mich konnte nichts erschüttern, gar nichts. Und diese Ruhe spüren zu können, so, das ist unglaublich, ein totales Geschenk. Ja. Und seitdem praktiziere ich auch regelmäßig, unregelmäßig Meditation, auf alle Fälle. Ich habe eine Meditations-App, wo du geführte Meditation zu zig verschiedenen Themen hast. Mhm. Es trainiert ja auch, ne? Also ich komme viel schneller dann in so einen relaxten Zustand mittlerweile und halt einfach auch das Thema Achtsamkeit, mehr auf mich hören. Ich habe mich viel auseinandergesetzt auch, ne? Wenn ich merke, also es gibt ja so Sprichwörter, die bringen ja immer was mit, ne? Mir tut der Nacken weh, ja, mir lastet irgendwas auf den Schultern und ich habe Knieschmerzen, mich zwingt was in die Knie und so. Und das nehme ich deutlich mehr wahr und merke, Obacht, hier ist irgendwas, um dann halt mal in die Innenreflexion zu gehen und auch zu schauen, okay, was sind die Dinge, die mir gut tun, was brauche ich jetzt? So. Aber auch das war ein Prozess, zu lernen, was brauche ich und wie kann ich das dann halt auch anwenden? Und dieses Thema Achtsamkeit, zieht sich das dann auch durch deinen Arbeitsalltag? Also hast du da auch dann mal, ich sag mal einfach, die Muße, dich mal kurz zurückzunehmen und zu sagen, okay, was ist jetzt hier die Situation? Oder ist das eher was, was du als privat benutzt, um deine Batterien aufzutanken? Nee, ich glaube, es spielt schon auch im Job mit rein. So, ne? Also ich bin per se, glaube ich, halt auch irgendwo Beobachter. Also ich schaue schon mir die Sachen halt an, bin auch eher introvertiert. Das heißt, ich schaue erstmal, bevor ich reagiere und beobachte die Sachen, kriege das eine oder andere mit. Ich achte aber auch, also im Arbeitsalltag, dass ich da versuche, auch möglichst Pausen halt einzubauen, dass ich auch regelmäßig esse. Auch das habe ich nicht immer gemacht. So, dass ich trinke oder halt auch, ich habe auch ein Post-it hier auf meinem Laptop kleben, 3-mal tief ein- und ausatmen. Immer wenn ich merke, es triggert mich jetzt irgendwas an, es kommt eine Mail rein, ich denke, nein, nicht das schon wieder. Okay. Atmen. Erstmal atmen, weil wir sind ja alle nur Menschen, ne? So, und jeder hat seine Triggerpunkte. Das funktioniert bei mir nicht anders. Also das integriere ich schon.
Und auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, machen wir uns nichts vor, das ist, glaube ich, so ziemlich jedem an die Nieren gegangen. Auch da habe ich natürlich verstärkt drauf geachtet, nicht nur bei mir, auch bei meinem Team. So, also, dass die Leute auch Pausen machen und dass wir auch mal alle fünf gerade sein lassen, wenn halt was nicht geklappt hat oder wenn jetzt eine Deadline gerissen ist oder so, weil ich habe ein ganz tolles Team, die sind alle sehr, sehr, sehr leistungsstark und wollen und tolles Mindset, was die mitbringen. Da ist mir überhaupt nicht geholfen, wenn die irgendwie ausgebrannt sind oder so. Und das ist immer ein Geben und Nehmen, bin ich der Meinung. Und ja, ich habe zum Beispiel auch im Team-Meeting eingeführt, dass wir zum Schluss jetzt immer die beiden Fragen haben, was hast du in der letzten Woche gelernt und was hat dich glücklich gemacht? So, und dann hast du in dieser Stunde erstmal immer 50 Minuten, wo jeder die Probleme wälzt. So, und das ist passiert und das hat nicht geklappt und hier haben wir noch ein Problem und so. Ja. Und am Schluss erzählt dann jeder halt irgendwie, ja, ich habe Folgendes gelernt und da kommen so viele inspirierende Sachen raus. Ne? Und die Leute stecken sich dann untereinander auch an. So, ja. Und was halt, ja, das richtet einfach den Blick aufs Positive. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Blick in dieser Krise hier immer wieder zu fokussieren. Das ist, finde ich, eine wunderbare Idee, auch dann zu sagen, okay, wir haben erstmal das Thema. Wir haben eine Wie du willst feiert Erfolge WhatsApp-Gruppe, wo ich so Kleinigkeiten, wenn eine nette Mail von einem Kunden kommt, der sich bedankt, oder wenn, also das ist sehr viel wert, aber oder jemand schreibt mir, boah, deine letzte Podcast-Folge, die war so cool. Freue ich mich übrigens, wenn ihr mir das schreibt. Aber sowas. Und das teile ich dann mit meinem Team und ist wirklich sehr, sehr schön. Und sie geben auch rein, sodass sich alle kurz mit freuen können. Dann ist halt so der Sekt-Kling-Kling-Icon und dann ist wieder gut. Aber es gibt tatsächlich einige Herausforderungen. Es betrifft die kleinen wie die großen Unternehmen. Und da ist es schön, sich an diesen, ja, vielleicht auch kleinen Dingen zu freuen. Das ist ja auch ein Teil Achtsamkeit, finde ich. Total. Dafür gibt es ja auch halt das Thema Dankbarkeitstagebuch führen. Ja. Ja. So, das mache ich auch immer wieder zwischendurch, wenn ich merke, so, ja, irgendwie ist jetzt diese Durststrecke irgendwie so ziemlich lang. Schau mal irgendwie, schreib mal jeden Abend auf, was eigentlich Schönes war. Stimmt. Also ich habe das ganz lange gemacht und jetzt mache ich es nur noch so in meinem Tagebuch, so drei Punkte, wofür ich dankbar bin. Mache ich auch nicht jeden Tag, aber oft. Und wenn ich es nicht schriftlich mache, mache ich es halt wenigstens gedanklich. Das ist schon viel wert, weil es gibt ja so Tage, die mit SCH anfangen und so, dann denkst du, oh. Und trotzdem gibt es selbst an diesen Tagen immer was Gutes. Und allein wenn es das ist, dass die Sonne rauskommt oder irgendwas, das ist ja schon viel wert. Ja. Dass wir gesund sind und so weiter. Also das sind ja so, ich sag mal, eigentlich sind es die großen Dinge, aber manchmal vergisst man das. Ne? Das absolut. Ich so. Und ich glaube, manchmal muss man einfach sich auch in Akzeptanz üben. So. Also mir fällt das immer schwer, wenn man sich so die sieben Säulen der Resilienz anschaut. Ne? Dann gibt es ja einmal Problemlösungsfähigkeit und einmal Akzeptanz. Die anderen vergesse ich immer. So. Und ich glaube, bei Problemlösungsfähigkeit ist das bei mir extrem ausgeprägt. Deswegen möchte ich auch immer Probleme lösen. Ja. Mir fällt das total schwer zu akzeptieren. Nee, es geht jetzt nicht. Und ich muss das jetzt einfach mal akzeptieren. So. Also in den letzten Wochen habe ich mich mit dem Thema Akzeptanz beschäftigt, um halt das einfach, ja, es ist so und das braucht jetzt seine Zeit und auch das, diese Transformation dort braucht jetzt auch seine Zeit. Das wird schon zum richtigen Zeitpunkt passieren. Ja. So. Also für mich hat das ganz, ganz viel auch mit dem Vertrauen zu tun. Ich bin ja eher in meiner Grundsubstanz, also die Menschen, die mich etwas näher können, würden sagen, ich bin jetzt nicht die Geduldigste. Und das ist ja auch sowas, ich will immer sofort und jetzt und dann machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich in dem Moment, wenn ich ins Vertrauen gehe und sage, es wird so sein und ich lasse es los, dann kommt es. Und es kommt auf eine leichte Art und Weise, egal was es ist. Natürlich setze ich mich dazu nicht auf die Couch und warte, bis irgendwas kommt, aber dass ich einfach so diesen Druck loslasse, das ist so
so immens wichtig und am Ende so entspannend. Das ist so ein Prozess, der mich durch mein Leben begleitet. Es wird immer besser, aber ich habe auch ab und zu mal Rückfälle. Ja. Ja, man kann nichts erzwingen. Stimmt. Und da bin ich nochmal so bei diesem Thema Mindset. Das hat ja auch ganz viel mit Transformation zu tun, mit dem ganzen Thema, wie implementiere ich Neues, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Was hast du da für Tipps für uns und wie machst du es bei dir persönlich? Mhm. Also das, was mir persönlich grundsätzlich erstmal wichtig ist, privat als auch im Job, also wenn ich zum Beispiel Leute suche, dann schaue ich immer, ob die ein Growth Mindset haben. Also ein Mindset, die sich entwickeln wollen, die Dinge ausprobieren. Man sagt ja auch, erfolgreiche Menschen machen mehr Fehler als nicht erfolgreiche, weil die einfach mehr ausprobieren und aus den Fehlern lernen und ja, dadurch Erfolg haben. So, und wir haben zum einen bei uns im Bereich ein Mindset kreiert, das sind unsere 5C. Mhm. Das ist einmal Customer Centricity, also wir laufen in den Schuhen unserer Kunden. Dann haben wir Curiosity, dass wir halt neugierig auf neue Dinge sind, ja, weil alles, was wir tun, ist immer der erste Schritt. Collaboration, wir müssen zusammenarbeiten, nur wenn wir als Team werden wir erfolgreich sein. Confidence, dass wir in dieser VUCA-Welt, die halt ne, volatil und unvorhergesehen ist, mit entsprechendem Selbstbewusstsein trotzdem vorangehen, der Rest soll uns ja folgen. Und Courage, Mut, ja, da geht es halt darum, als Role Model halt die anderen auch mitreißen zu können. So. Und das ist zum Beispiel ein Mindset, was wir für uns bei Hapag-Lloyd halt mit definiert haben. Mhm. Weil das sind die Leute, die wir suchen, damit sie uns auf diesem Weg begleiten. Und je mehr wir haben, desto einfacher wird natürlich diese Transformationen auch voranschreiten. Genau, und dass wir die Leute halt auch dahin entwickeln. Genau, so. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, kann man denn Mindset auch ändern? Ich möchte eine ganz Mini-Episode einfügen, wir sind vor kurzem umgezogen und ich habe alte Tagebücher von mir gefunden. Und natürlich, neugierig wie ich bin, während Umzugskiste, ich schlage das auf und habe von vor 9, 10 Jahren eins gefunden. Und da war ein Text drin, da habe ich gedacht, wer hat das geschrieben? Das war nicht ich. Also ich habe das, es war schon meine Schrift und so, aber ich war so negativ und es war so ein, boah, alles ist blöd und boah, dann die Mitarbeiter und funktioniert alles nicht. Also das war so ein, ich erzähle in meinem Tagebuch, wie schlecht die Welt ist. Und ich habe mich so ein bisschen, habe gedacht, wow, was für eine Transformation, also auch bei mir im Kopf dann in den letzten 10 Jahren so abgelaufen ist. Also und mich würde interessieren, wie machst du es, wie macht ihr es im Konzern? Und was kannst du uns als Tipps noch mitgeben? Also ich glaube schon, dass man bestimmte Dinge ändern kann. Also grundsätzlich, ich glaube, wir können nur 5-8% von uns irgendwie verändern. Ja, das so. Ja. Also so viel ist, man kann ja nie ein ganz anderer Mensch werden, aber man kann ja natürlich Dinge ändern. So. Und ich glaube, jeder hat für sich halt seine, oder jeder muss für sich entdecken, was ist seine beste Art zu lernen. Ne? Ja. Manche lernen durch Beobachtung. Also wenn ich Role Model bin oder wenn andere, ich lerne ja auch von anderen, ne? Weil ja, dann gucke ich, wie machen die das eigentlich und das gefällt mir, wie kriegen die das hin? Ich kriege das nicht so hin. Und dann komme ich ins Tun und probiere das aus. Wichtig ist, glaube ich, halt dabei immer die Kontinuität, die Dinge auszuprobieren. In der Regel brauchst du ja so 30 Tage, bis sich dann ne, die Synapsen neu verknüpft haben im Gehirn, damit du neue Wege gehen kannst. Und auch positive Bestärkung. So, also wenn du was anders machst und dafür mal einen auf den Deckel kriegst, dann fragst du dich auch, naja, ist das nicht so toll, das anders zu machen? Also ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge. Ne? Und ich glaube, gerade diese Kontinuität, da hapert es halt meistens dran. Das wissen wir alle, wenn wir am 1.1. uns vornehmen, mehr Sport zu machen und aufzuhören zu rauchen, das hält bis zum 4.1. vor. Ja, dann sind die Fitnessstudios voll und dann nach dem Januar sind sie auch schon wieder leer, aber sie kriegen noch 11 weitere Monate Mitgliedsbeiträge. Stimmt, das ist ein sehr cooler Move, stimmt. So,
Ja, also ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung, ne? Wenn man sich verändern, ich glaube, also man kann sich verändern, definitiv. Die Sache ist halt einfach nur, dieses ins Tun zu kommen. Ja. Das ist die größte Schwierigkeit, glaube ich. Also ja. ist meine Erfahrung. Ja, und nicht nach zwei Versuchen zu sagen, ja gut, das klappt sowieso nicht. Also ja. Ich habe dieses Führungsthema, was ich damals hatte, habe ich ja nur lösen können, indem ich wirklich ein Jahr eine Führungskräfteschulung gemacht habe. Also ich habe dann gemerkt, okay, es liegt nicht an den Mitarbeitern, sondern an mir. Und habe dann gesagt, okay, also offensichtlich muss man führen lernen, wie auch fachliche Kompetenz, ja. wie Marketing, wie Betriebswirtschaft, wie all diese Dinge. Als ich das dann verstanden hatte, habe ich gedacht, gut, ich suche mir jetzt einen Coach, der mich dahin führt, dass ich eine ja zumindest annehmbare Führungskraft werde. Also das ist etwas, und da, das war nicht immer schön. Also so ein Führungskräftetraining, das ging auch ein bisschen an mein Ego an der einen oder anderen Stelle. Richtig so. Aber und da dann eben nicht zu sagen, also komm, ich hau die Flinte ins Korn, ich mache es nicht weiter, das bringt ja nichts, ne? Ja, man muss halt einfach verschiedene Wege ausprobieren, ne? Und wenn man merkt, ich bin jetzt hier in der Sackgasse, naja gut, dann geht es wieder zurück zum Start und dann nehme ich einen anderen Weg. Ja, das hast du wirklich schön gesagt. Das ist ja bestimmt auch ein Thema, was wir am Anfang hatten, wenn die Messungen halt ergeben oder die Tests und so weiter. Ja gut, das ist jetzt offensichtlich nicht das Medium, was gut funktioniert für uns. Dann ist es halt ein anderes. Richtig. Aber ich meine, dann hat man das gelernt. So, ja. Ne? Dann weiß man das auch. Genau. So besser als da zu sitzen und die ganze Zeit zu überlegen, ja, wäre es vielleicht, aber was ist, wenn es nicht klappt? Und ja. Das macht einen ja nur mürbe. Das stimmt. Aber da ist eben auch wirklich wichtig, wie du es auch am Anfang gesagt hast, dass eine Fehlerkultur im Unternehmen vorherrscht. Ne? Also, dass dort wirklich gesagt wird, hey, komm, also Fehler sind dafür da zu lernen und nicht um jemanden zu bestrafen oder das zu ahnden. Ja. Glaubst du, dass diese Transformation gelingt, wenn eben so eine Fehlerkultur da ist? Oder was sind für dich so die Voraussetzungen, um eben diese Transformation ja, zu tun? Du hast ja gesagt, es wird noch ein Stückchen Weg sein. Was sind für dich so die wichtigsten, so die Top 3 oder Top 5 Voraussetzungen dafür, dass es gelingt? Also für mich ist einmal, dass es gelingt, ganz wichtig, die Perspektive in Richtung Kunde zu haben, also weg von Innensicht, weg von Silo und Produktesicht hin zum Kunden, den in den Mittelpunkt zu stellen. Wichtig ist dann das Thema Mindset, da entsprechend ne, ein Growth Mindset und mehr Experimentierfreude zu beweisen. Meiner Meinung nach trägt auch Struktur so wie wir es unter anderem haben und konsequentes Vorgehen auch so eine Transformation. Ja. Ja. Genau, das sind, glaube ich, so drei Key Assets. Ja, ja ich finde es, das ist unglaublich wertvoll, liebe Jenny. Ich würde dich einfach bitten, noch so dein wichtigstes Learning der letzten 5 Monate vielleicht mit uns zu teilen. Oh, mein wichtigstes Learning der letzten Monate. Definitiv die Dinge einfach auch mal zu akzeptieren und loszulassen. Ja. So. Aber auch, das ist kein Learning der letzten Monate, aber ein Learning, was ich in meinem Auslandssemester hatte. Und auch mittlerweile, Gott sei Dank, ein Glaubenssatz von mir, der heißt Take it as fun. Ja. Und zwar hatte ich habe in Litauen studiert, ein Semester und habe dort auch Litauisch Unterricht genommen. Wow. Und die Lehrerin war ganz großartig, aber Litauisch ist die schwerste Sprache der Welt. Wusste ich vorher auch nicht, hat sogar 7 Fälle. Im Russischen, du kommst auch, glaube ich, aus den 9 Bundesländern, ne? Ich auch. Ja. Ich muss auch noch 6 Jahre Russisch lernen, hatten 6 Fälle. 6 Fälle, so, stimmt. Die haben 7 und es hat mich schier wahnsinnig gemacht, weil die mehr Ausnahmen als Regeln haben. Und dann meinte die Litauisch-Lehrerin zu mir halt irgendwann, Jenny, take it as fun. Selbst wir Litauer machen Fehler in unserer Sprache. Ja. Also wir können das auch nicht. Ja. So. Und das,
Das ist für mich sowas geworden, so ja. Sei nicht so verbissen, ne? Also verkrampf dich nicht da drauf, so, sondern ja. Take it as fun, nimm die Sachen manchmal spielerisch, so, und damit es einfach leichter fließt. Und das ist immer wieder was, was zwischendurch, wenn ich merke, oh, jetzt wird es echt anstrengend, wie mache ich das? Durchatmen und take it as fun. Du wirst um eine Erfahrung reicher werden und das ist das, was am Ende das wirklich dann ausmacht. Was für ein schönes Schlusswort. Ich kann es nur bestätigen. Ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Also den Weg zu genießen ist das Ziel. Ja. Also wirklich auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein ziemlich anstrengender Berg, wo wir hoch müssen, aber ich drehe mich schon mal um, gucke zurück. Oder nehme wahr, wie schön die Felsbrocken am Rand aussehen oder wie auch immer man sagen möchte. Also, absolut. Ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses wirklich erfrischende Interview, für die vielen Insights, die wir bekommen haben. Ich wünsche dir alles Gute und wie gesagt, wenn ihr Kontakt wollt zu Jenny, dann einfach über mich, beziehungsweise wenn gewünscht, tue ich die Kontaktdaten auch in die Shownotes. Vielen Dank, Jana, und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.